Ja, wir sind mir die Aufnahme gerade abgebrochen. Hallo und herzlich willkommen zum 7. Part von Let's Play Ibabo. Immer noch beim Kinderheim. Und wir machen jetzt beim Essenssaal weiter. Den hätte. Ah, hier Pura Reloaded. Und dann immer so kleinen Essenstisch. Sind ja nicht. Plastik irgendwie Reloaded oder Plasto oder. Ist das hier oben? Weiß ich gar nicht. Ja. Nicht bei Pura, bei Plasto. Gibt's den? Ja, ich hätte eigentlich gerne. Ja, genau, hier so einen weißen Tisch. Wo möglichst viele Kinder dran sitzen können. Nein, weil ich finde das einfach manchmal scheiße. Ich setze mich da in den Kindergarten hin und fühle mich auch voll verarscht, weil man baut den ja auch extra dafür und dann kommen die Eltern. Ja, nee. Du siehst aber scheiße aus. Dich will ich nicht. Verarscht gefühlt. Kann man hier schön drum sitzen und jetzt nicht. Ich stelle jeweils mir mal einen in die Ecke. Weil ich finde auch, dass Kinder viel Zuwendung bekommen sollten. Ich spreche aus Erfahrung, ich bin ja auch ein Kind. Aber ich finde das schon krass, wenn die Kinder dann da irgendwie 2 Stunden sitzen und irgendwann AFK gehen oder so, weil sie keinen Bock mehr haben. Und die Eltern stehen dann da. Ich war da mal einmal unten, direkt kam 5 Kinder. Willst du meine Mama sein? Willst du meine Mama sein? Und das fand ich einfach ein bisschen übertrieben. Aber klar, die kennen das ja auch nicht anders. Und ich finde das auch schlimm. Das gibt es ja auch in Real Life. Aber das kann, muss eigentlich gar nicht sein. Nö. Warum auch? Muss ja wirklich gar nicht sein. Ja, Leute. Denkt mal in euch rein. Wenn ihr jetzt älter seid oder so. Aber es gibt ganz viele Leute, die sind halt noch jung wie ich und wo ich dann so Geschichten sehe manchmal, wo ich denke, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Auch gegenüber Kindern, wie wir heutzutage manchmal einfach nur behandelt werden. Das ist schon alleine krass. Krass. Nee, aber jetzt zurück wirklich zum Thema. Das ist, finde ich, aus meiner Sicht relativ krass, wie die Kinder in einem jungen Alter schon auch teilweise gequält werden, richtig durch Schläge, auch durch Gewalttätig? Ja, durch Gewalttätigkeit halt, und das finde ich gar nicht gut. Wir haben halt, oder auch, dass Kinder gemobbt werden. Frauen sind immer so, ja, Freundin ausfallen. Männer, Klappe halten, scheißegal. Aber das ist ja gar nicht so. Man muss halt auch manchmal einfach nur den Mund aufmachen. Wir hatten heute so einen Coach in der Schule da, der hat das halt gesagt. Moment. Also der war halt da und hat uns dann erklärt, dass ein Mädchen gemobbt wurde und dass dann alle total geweint haben, als sie das wirklich erzählt haben. Und dass ein Junge, den er sogar kennt, Herzrhythmusstörung bekommen hat. Davon, weil er gemobbt wurde. Und ich wurde ja schon früher in der Grundschule gemobbt, weil ich immer eine Klasse übersprungen habe. Und das fand ich schon krass. Moment. Und dann saß ich im Bus, habe meinen Bus verpasst und bin dann einen Bus später gefahren. Also der kam 2 Minuten später oder so. Also bei uns kamen halt 2 Busse dann. Und dann saß ich dann da und da waren ein paar ältere Kumpels noch von mir. Und dann haben wir angefangen zu reden und so. Und dann haben wir uns so aus Spaß so gegenseitig so geärgert. Und dann, wo ich dann irgendwann einfach aufgehört habe, weil ich keine Lust mehr hatte. Und ich habe die auch nicht, ich würde niemanden mobben. Ich hasse Mobbing, ganz ehrlich. Also ich, ja. Ärgern, ne? Ärgern ist was anderes, aber dann saß ich dann da. Ich habe mich auch nicht geärgert oder so, weil er hat ja gesagt, dieser Coach, komme ich auch gleich noch mal zu. Da haben die wirklich angefangen, mich zu mobben. Ich wäre eine Deutsche, ich wäre scheiße, ich wäre eine Kartoffel. Das fand ich ein bisschen lustig und ich habe mich da wirklich nicht dran gekratzt, aber trotzdem. Ich fand das richtig krass, dass sie mich so beleidigt haben, nur weil ich eine Deutsche bin. Du bist eine Kartoffel. Haben die dann zu mir gesagt. Klar, ich störe mich da nicht dran, aber es ist schon. Ich habe das schon
krass empfunden, nur weil man halt anders ist als andere. Krass, sind hier jetzt viele Leute drin. Cool. Ja, aber trotzdem, jetzt wollen wir darüber einfach nicht mehr reden, ne, Leute? Ich will euch jetzt nicht die Stimmung vermiesen. Tut mir leid. Sorry. Bitte vergebt mir. Aber tut mir leid, dass ich das sagen muss, aber das ist, Leute, wirklich, das ist ein sehr, sehr wichtiges Thema. Das ist wirklich sehr wichtig. Ein bisschen nervig gerade, aber das muss einfach sein. Ihr müsst das wirklich verstehen. Das ist ein ganz wichtiges Thema auch für Kinder. Oh, Leute, merkt ihr das nicht? Jetzt kommt Okun wieder an. Na toll. Ich finde nicht, dass du als Kind aussiehst. Ja, das schon wieder ein Kind. Ihr müsst jetzt erstmal alle warten. Aber, ja, ich weiß nicht so ganz, worüber ich halt reden soll. Ja, was kann ich hier? Vielleicht. Also, ich mach mal eben kurz einen Schnitt und, mach mal eben die Zimmer fertig. Ja, bis gleich. So, da bin ich wieder. Hab mal endlich lange Zeit gebraucht, um das alles fertig zu kriegen. Wir schreiben halt hier die ganze Zeit. Oh, schön Ras. Mauszeigerbad. Cool, ich habe Pixels gekriegt. Also, ich erkläre das mal. Hier ist ein kleines Zimmer für Mädchen in Pink, ein blaues Zimmer für einen kleinen Jungen. Das ist ein grünes Zimmer, das kann beides genommen werden. Ein schwarz-weiß Zimmer auch für beides. Das hier ist ein Doppelzimmer. Muss ich mal kurz hinschreiben. Wow. Doppelzimmer. Da können halt zwei Leute drin wohnen. In zwei Farben halt. Hier ist der Duschraum und der Badezimmer. Und die zeige ich auch noch mal in einem anderen Video. Und das Badezimmer. Ja, tut mir leid. Ich mache das mal im Offscreen, weil das wird ein bisschen länger. Dann das wird der Activity Room. Und da werden so Aktivitäten, sowas wie Battle Banzai und Spielzeug und so gemacht. Und ja, ich sag mal dann, bis gleich. So, jetzt habe ich alles fertig gemacht. Ich habe einfach ein bisschen Spielzeug hingestellt, ein bisschen Battle Banzai, wo man sich halt hinsetzen kann. Wohnzimmer habe ich noch was ergänzt. Ja, die Küche und so kennt ihr ja schon. Und ich gehe mal eben kurz in die Räume rein. Ja, das erste Zimmer für das kleine Mädchen. Das zweite Zimmer für den kleinen Jungen. Ein grünes Zimmer für beide Geschlechter. Ein schwarz-weißes Zimmer mit Chill-Ecke, auch für beide Geschlechter. Ein Doppelzimmer mit einer kleinen Eingangshalle. Der Teleporter hier hin, der rechts hier unten hin. Das ist mehr für Mädchen, das ist mehr für Jungen. Ja, ein kleiner Chill-Ecke, ein Doppelsofa und ein bisschen lesen und so. Dann zu den Badezimmern. Bis gleich. Badezimmer 1, 4 Waschbecken, 2 Spiegel. Und hier sind halt Damen. Mädelklos 2 und 2 blaue Klos mit Fenster halt, ne? Auch mit allen, hoch, alle Teleporter für zum Kinderheim. Kurz weiter direkt. Das ist der Duschen- Waschraum, da kann man sich halt hier so ein bisschen hier mit halt dran stellen, da kann man da so Sachen holen und da oben ist noch Kamm und so. Hier kann man da duschen gehen oder ein Schaumbad nehmen. Ja. Moment, muss man eben kurz husten. Ja. Ins Kinderheim rein. Oh, der backt einfach nur total. Ja, das ist mein Kinderheim. Und ich wünsche euch viel Spaß beim Besuchen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ach ja, und abonnieren nicht vergessen.